The Show Method, Dr. Straley's Holistic Options for Wellness. Okay, übrigens, diese Box hier, Daten bei Eingabe überprüfen, das ist eine blöde Übersetzung, das ist wirklich zum EMF-Schutz da. Also immer diese Box da anklicken, das tut also nicht das ganze Haus beschützen von EMF-Frequenzen, aber zumindest den Computer, okay? Okay, also eine neue Sitzung. Heute ist der 7. September. Okay, also wie immer auch, also heute ist das Thema der Akupunktur TCM Panel oder diese Seite. Okay, und manchmal will der halt ein Datum da, das kann er haben. Oh je, Windows ist sehr, sehr, wie sagt man denn da, pingelig oder wie immer das hieß. Okay, immer kalibrieren, also wenn man vorhat, eine Behandlung zu machen. Ansonsten ist es natürlich nicht so wichtig. Der Computer ist ein bisschen müde heute. Also immer kalibrieren und auch jedes Mal nach einer Behandlung voll rausgehen. Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, wenn es die gleiche Person ist, die man morgen macht, aber prinzipiell immer ganz raus aus dem Programm und dann wieder frisch rein, weil sonst tun sich die Daten überlappen. Ne? Also, wir haben die Entgiftung schon mal gemacht. Mehr oder weniger, aber da ist ein Video auf dem YouTube-Kanal. Heute machen wir die Akupunktur Meridiane. Das ist eines der stärksten Programme in der Software. Das ist also ein ganz, ganz tolles Programm. Das allein ist für die Professionellen unter euch, ist das allein ist einen Praxisbesuch wert. Okay, also wie wenn man zum Akupunktur geht. Jetzt gibt es hier prinzipiell drei Funktionen. Einmal die Meridiane und das Testen wäre hier und das muss man dann manuell umschalten hier auf die Meridiane. Okay, das tut dann den ganzen Meridian evaluating, einfach abmessen, energetisch abmessen, ob viele Blockaden gibt, ob die Energie niedrig ist oder ob die Energie überflutet oder zu viel entzündliche Energie da ist. Dann hier unten sind die Punkte. Die Punkte sind hier. Das sind dann das sind 360 Akupunkte da. Und die haben auch alle eine Erklärung hier. Die Erklärungen sind ganz toll. Und das muss man halt dann wählen. Manchmal sind die Meridiane besser, bessere Informationen und eine bessere Behandlung. Manchmal sind es die Punkte. Es ist irgendwie schwierig zu sagen, was besser ist, weil da gibt es im Prinzip keinen Standard. Die sind beide gut. Ich sage es halt einfach mal so, wenn man sich nicht sicher ist, dann einfach die Punkte machen hier. Das wäre das Testpotenzial hier unten. Ne? Dann tut er die ganzen 360 Punkte kurz abmessen und tut dann rot, gelb, blau hier markieren, die am meisten, am höchsten sind. Was jetzt gut ist, ich mache jetzt einfach mal ein Testpotenzial an den Meridianen. Ich tue die Meridiane öfter machen. Das sind die lieber, hauptsächlich klinisch gesehen, weil es gibt mir ein bisschen mehr Informationen generell über den Energiezustand des Menschen. Also der tut jetzt einfach die 14, ups, habe ich vergessen, das Bild zu, okay. Jetzt zeigt er halt den ersten Punkt im Meridian. Ich wollte das vorher noch schnell umschalten, dann sind die Meridiane. Also das macht halt die Software überall auf den ganzen Panels, auf den ganzen Seiten, die man messen kann. Ne, ist du das markieren, rot, gelb und blau, das sind die obersten drei, die drei, die am höchsten aus der Balance sind irgendwie, aber und dann der niedrigste ist die grüne Markierung. Aber man muss das eben in der Relation sehen, dass nur weil jetzt das leitende Gefäß ist 68, das ist natürlich rot und das steht raus. Aber man muss diese Resultate interpretieren mit der Tatsache, dass die Nummer 50 wäre im Prinzip ein balancierter Zustand, ein Gleichgewichtszustand. So 50 ist eine gute Nummer, ne? Also die sind markiert zwischen 1 und 100. Und 50 wäre eine gute Nummer. So, also 45 und 42 sind relativ gute Nummern. Also braucht man die. Wenn ich jetzt auf Anschluss drücken würde, ne, dann würde der das Feedback machen, automatisch rot, gelb und blau. Aber das macht nicht viel Sinn, weil die drei sind jetzt in diesem Falle schon relativ balanciert. Ne?
Aber die unteren Nummern, Reaktivitäten, ist ein Problem. Hier die Konzeptionsgefäße sind 5, der Dickdarm ist 8, der Magen ist 9. Das sind die drei, die am meisten aus der Balance sind. Ne? Die unteren Energienummern sind mehr einfach, also keine Energie, Exhaustion, einfach, ja, wie kann man das sagen? Exhaustion, Energiemangel, ne? Energiemangel, wahrscheinlich auch Blockaden. Aber also diese Person jetzt braucht einfach mehr Energie in den unteren Energiebereich. Konzeption, Gefäß, Dickdarm und Magen. Und ich sehe das so, als ob wir erstens mal die Kanäle irgendwie etwas durchputzen, ne? Aber auch einfach Energie reinpumpen. Ja, Erschöpfung. Ja, danke, Angelika. Energetische Erschöpfung ist ein gutes Wort, ne? Das ist das Problem hier mit diesem Resultat. Wenn das Rote jetzt 98 wäre, ne, dann wäre das schon wichtig, dass auch die hohen Nummern behandeln. Das wären dann mehr so im Sinne von über zu viel Energie, entzündliche Energie, auch Blockaden. Also beide haben wahrscheinlich Blockaden von gewissen Punkten beinhaltendes, ne? Also Erschöpfung oder zu viel Exzess, Überenergie. Unglücklicherweise allerdings die Software, während die obersten drei automatisch machen würde, muss man die unteren einfach eins nach dem anderen machen. Also machen wir einfach mal eine Minute. Ich mache das jetzt mal virtuell. Da habe ich natürlich den falschen gemacht. Entschuldigung. Wir wollen diesen da. Okay. Und dann am Ende von dem Durchgang, hier ist es jetzt nur eine Minute, wird er uns einen Namen, eine Nummer geben. Die nennen das hier Verbesserung. Also die Prozent, wo sich die energetische Situation verbessert hat. Und das muss man dann so interpretieren, dass das nicht, und wir versuchen natürlich immer 100% Verbesserung zu bringen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt klinisch gesehen 100%, ne, dass jetzt dieser Mangelzustand und dieser Erschöpfungszustand im Konzeptionsgefäß hundertprozentig erledigt ist. Das heißt im Prinzip nur, die Sitzung heute ist hundertprozentig, hat gemacht, was sie kann. Und man muss dann halt eine neue Sitzung machen. Ne? Also in einer Minute 8%, also nicht sehr viel. Also da müsste man auf jeden Fall, normalerweise sind die Sitzungen immer ja, zwischen 15 und 20 Minuten. Und dann würde man den Dickdarm machen und dasselbe dann mit dem Magen. Also können wir vielleicht, als nächstes machen wir die Punkte und wir können dann auch nochmal die Meridiane machen. Aber dann können wir vielleicht einen von euch reintun in die Demografik und virtuell eine Messung machen und dann eine Behandlung machen. Ihr könnt ja mal jemand vorschlagen, jemand, der vielleicht eine Notwendigkeit hat für eine Akupunkturbehandlung. So, also diese Behandlungen kann man schon vor einer Allergiebehandlung zum Beispiel machen oder also es ist immer gut, den Körper darauf Energiebehandlungen vorzubereiten mit diesem Panel hier. Weil wenn die Zellen, also die Meridiane sind einfach die Kommunikationskanäle der Zellen. Und wenn die Zellen nicht kommunizieren können, dann ist das immer problematisch. Insofern, dann geht auch das kompensierende Signal oder die Behandlung, das Biofeedback, das balancierende Biofeedback, das wir dann anbieten dem Körper. Es kann dann gar nicht richtig durch und dringt gar nicht bis zu den Zellen durch. Ne? Insofern ist dieser Panel sehr wichtig, auch vor einer Behandlung energetisch den Körper vorzubereiten. Okay, was ich noch vergessen habe, sind natürlich die dritte Variation oder dieser Panel noch hat. Hier sind die Quadranten. Ne? Also oben links heißt einfach die linke Schulter, unten links ist die linke Hüfte. Der Kopf ist Kopfschmerzen und so weiter, irgendwie Kopf. Dann haben wir die rechte Schulter und die rechte Hüfte. Okay, und das sind automatische Programme. Da tut man dann einfach, also wenn man jetzt die rechte Hüfte macht, einfach das anklicken und dann das Programm durchziehen. Ich glaube, es sind 3 Minuten. 3 Minuten lang ist das Programm.
Also, so, will jemand volunteer, freiwillig, Mike, und bitte, wie wichtig ist bei den Meridianen? Okay, hier ist eine Frage. Wie wichtig ist bei den Meridianen das Anschließen aller Manschetten, auch an Hand und Fuß? Ja, eine gute Frage, ne? Also jetzt zum Beispiel bei diesem Dickdarm, ne, der geht hier runter in die Beine, ne? Also insofern wäre natürlich die ganze Manschette schon besser als nicht, wenn man sie da hat. Auf der anderen Seite, da wir uns mit Energie beschäftigen, kann ja theoretisch auch ohne die ganzen Manschetten und so weiter arbeiten. Und wir machen das gleich mal. Aber es ist natürlich immer am besten, das komplette Ding da zu haben. Das Einzige, was ich dazu sagen will, ist Folgendes. Wenn ihr irgendwas virtuell macht, ne, virtuell, dann bitte die Manschetten aus der Box einfach abstecken. Und das andere ist, wenn ihr welcher Teil der Manschetten jeweils nicht benutzt wird, also die nicht nur da rumhängen lassen, sondern ausstecken. In diesem Falle würde man die alle reinstecken. Ne? Also, obwohl man hier theoretisch eigentlich nur die Fußmanschetten benötigte, macht man natürlich, weil die zusammen sind, die Fußmanschetten und die Handmanschetten, die sind zusammen, also tut man sie einfach hin. Jetzt der Herzmeridian zum Beispiel, der geht zur Hand. Ne? Der Blasenmeridian, das ist natürlich ein ganz toller, der geht wieder zu den Füßen. Ne? Die Lunge geht zur Hand und das Herz habe ich schon gemacht. Wo ist denn das? Der Dreifachwärmer hat die Hand dran. Also entweder mit oder ganz weglassen. Ne? Aber in diesem Falle wäre natürlich ist die Manschette, die volle Manschette angebracht und angezeigt. Wie wichtig ist es? Well, tja, wie wichtig ist es? Ja. Heutzutage ist es mit wichtig so eine Sache. Es ist natürlich, sagen wir einfach mal, es ist wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass man einfach eine Behandlung macht und dann eben immer so gut wie möglich. Energie ist es so eine Sache, weil die Energie ist ja ist materiell, man kann sie nicht irgendwie in eine Büchse einsperren in ein Bankkonto oder was weiß ich. Das ist halt ganz anders. Energie ist überall und also wir versuchen immer 100% zu erreichen, aber das nicht verwechseln mit 100%ig erledigt, sondern mit 100% eben jetzt im Moment die Session hat sich 100%ig irgendwie ausgespielt und jetzt morgen wieder nachgucken und weitermachen oder auch später heute. Ja. Jetzt gehen wir dann einfach mal kurz raus, gehen wir raus, damit wir Navigation und wir brauchen kein Backup machen. Okay, einen kleinen Moment. Jetzt kann ich meinen eigenen Desktop gar nicht sehen hier. Okay, da sind wir wieder. Okay, also wir gehen rein, weiter. Okay, will jemand freiwillig machen hier eine Fernbehandlung, eine Akupunkturbehandlung über 2000 Meilen, 3000 Meilen? Also machen wir weiter mit dem Meier. Der freut sich, der freut sich. Also, das ist einfach, die Kalibrierung ist so eine Kalibrierung als Baseline mathematisch, damit die Software die mathematischen Zahlen dann kalkulieren kann. Ne? Weil jeder ist ein bisschen anders verdrahtet. Also letztes Mal haben wir die Meridiane gemacht, ne, hier. Und dieses Mal machen wir die Punkte. Und Testpotenzial ist hier unten im Blauen. Und jetzt, also was die Software angeht, die Mehrheit meiner Kunden sind ja professionelle Practitioners. Ne? Und darunter, es sind mehr und mehr Mediziner auch dabei, aber darunter sind die größte Gruppe sind Akupunkteure. Und die sind also sehr, sehr, sehr begeistert von diesem Panel über die Akkurität, also die Genauigkeit der Messungen und die Effektivität der Behandlungen. Ohne Nadeln, ohne und eben, ne, also unter Akupunkteuren gibt es natürlich auch Unterschiede. Die einen haben ein bisschen mehr Intuitivität als die anderen, aber wo tut der Akupunktur die Nadel hin? Ne? Wenn er es in einem guten Platz tut, dann passiert was Gutes. Wenn es ein bisschen daneben ist, dann ist es eben nicht so effektiv. Aber die Software, die ist sehr konsistent, misst die genau, was man wissen muss. Also, wir haben großer Schluchtenbach. Wow, was ist das? Niere 3.
Also Niere 3, Magen 2 und Gallenblase 2. Also da sieht man auch wieder, das ist wahrscheinlich die volle Manschetten-Setup, wäre wahrscheinlich am besten. Okay, hier traditionell, ich meine, jeder kann natürlich sein eigenes System entwickeln, aber ich schlage vor, hier immer die einfach das Default, wie immer das heißt auf Deutsch, also das automatische, die Software wird automatisch die drei größten Balances, die Punkte, die am meisten wahrscheinlich blockiert sind oder blockiert oder verstopft, ne, sind oben dran. Jetzt gibt es natürlich auch unter den Punkten das entgegengesetzte Phänomen, wo die Situation einfach diese ist, dass es keine Energie da ist. Der Punkt ist tot, ne? Also im Energiewesen muss man immer nach beiden Seiten gucken, oben und unten. Vor allem, das ist wichtig mit den Genen, weil wenn die Gene ganz oben sind im Reaktivitätstest, das ist normalerweise ein gutes Zeichen, weil das heißt, die sind aktiv und am Arbeiten. Während wenn die ganz unten sind, sind die im Prinzip, also schlafen die, ne? Und man muss die dann aufwecken. Und okay, also die Gallenblase hat sich 25% verbessert, der Magen hat sich 38% verbessert und die Niere hat sich 42% verbessert bei dem ersten Durchgang. Jetzt gucken wir einfach mal zum Spaß ganz unten, was unten ist. Normalerweise wäre der grün. Sind da mehrere grün? Ne? Ah, das sollte eigentlich grün sein. Okay, ganz unten ist der dreifach wärmer wahrscheinlich, ja? Die Milz, 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 dreimal Milz, ha? Wow. Also theoretisch könnte man daran auch arbeiten, aber hier muss man wie gesagt wiederum jeweils, ups, Stop Feedback, muss man jeweils einen machen, einen nach dem anderen. Man kann also nicht irgendwie drei gleichzeitig machen, wie wir das gerade. Solange die Farbenkodierung aktiv ist, kann man die automatisch machen, ne? Aber die sind nur oben erhältlich. Das ist also so ein Trick oder das hat mich auch Jahrzehnte gedauert, bis ich das wirklich richtig erfasst habe, dass der Mangel an Energie oder ja genauso wichtig ist wie der Überschuss an Energie, ne? Und insofern, man tut die Extreme behandeln, energetisch immer, ganz unten und ganz oben. Und vielleicht sollten wir das in der Politik auch machen. Die Extreme, mit den Extremen, einfach die Extreme loszuwerden. Wenn wir die loswerden könnten, das wäre toll. Die ganz oben, ganz unten oder die ganz rechten und die ganz linken. Sorry. Entschuldige. Okay, die muss man dann halt einfach, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, wie viele und so weiter. Ja, das kommt darauf an, wie viel Zeit man hat und wie die Verbesserung, wie schnell die passiert. Wenn die relativ schnell passiert, dann kann man weitermachen. Dann ist die Session, oder die Behandlungssession ist dann gut und vollfüllt. Die sind interessant zu lesen, ne? Diese Akupunkturpunkte, weil wie heißen die nochmal? Die Chinesen, die traditionelle chinesische Medizin, die waren schon gut drauf da. Die haben also, wie gesagt, diese Punkte sehr schön mit Symptomen und aber auch energetisch und anatomisch erfasst und beschrieben. Und das ist alles hier drin. Ah, 20% für die Milz da. Ja, machen wir noch? Okay, jetzt. Okay, wer will schnell Versuchskaninchen spielen? Mike oder Bettina? Mike. Hallo. Okay, Mike, it is. Na, Mike, ich glaube, du bist hier schon drin. Ja, genau. So, jetzt die Sache mit der. Ja, da bist du. Okay, Mike ist da. Neue Sitzung. Da wir das mit Entfernungsbehandlung machen, sollte man vielleicht das richtige Datum rein. Ist das okay mit dir oder soll ich einfach, oder hast du? 20.02. Okay, also das ist dann der zweite und jetzt gleich zum Lebensstil. Ja, jetzt ist die Frage, was sollen wir machen mit dem Mike? Sollen wir die Punkte machen oder sollen wir die Meridiane machen? Das sind so die Entscheidungen, die relativ
spontan sind. Ne? Es ist im Prinzip gibt es da keine Regeln oder so. Da gibt es nur so irgendwie, in Englisch sagt man gut feeling, ne? Also irgendwie die Intuitivität. Was ist das Wort für, okay, also wir machen mal die Meridiane, tun wir umschalten hier, dann haben wir das Bild, okay, also braun hier oben ist Meridiane, tun wir kurz messen. Intuition heißt es auf Deutsch, glaube ich, ja, Intuition. Und es ist okay, ich finde, dass Intuition ist actually sehr wichtig. Und also ich sehe zu in Horror irgendwie, wie die Menschheit, die Massen haben komplett und total ihre Intuition verloren. Die haben keine Intuition mehr. Das ist nur noch, was im Fernsehen kommt, das ist Realität. Und es ist also, ja, ist ein bisschen ihr Problem. Also, hier haben wir eine ähnliche Situation. Also, wer sich jetzt da fragt, ja, wie kann der aus New York hier einen in Deutschland messen? Also, es hat mit Quantum Entanglement zu tun und mit Quantum Physics und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, nicht Intuition, aber Intent. Angelika, was heißt denn mit Intent? Quantenverschränkung, ja, okay. Aber Intent ist Absicht, ja, genau. Also, die Absicht des Operators, also, das bin ich jetzt im Moment hier, der Software. Und auch die Absicht des Empfängers, die sind natürlich wahnsinnig wichtig, ebenfalls. Man kann das schon blockieren, wenn man will und so weiter. Also, jemand fragt, ja, der Name ist es. Sie fragt, werden mehr Nährstoffe im Körper verbraucht, wenn man viel mit dem I-MATE behandelt? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, was mehr verbraucht wird, ist Energie, weil diese Behandlungen, die kosten schon Energie. Egal, was man macht, ob man jetzt mit dem Immunsystem kommuniziert oder und es fokussiert und es dann zur Arbeit geht und Viren abtötet und so, das kostet alles Energie. Oder ob man Entgiftung Behandlung macht und das kostet alles Energie. Diese speziell Behandlungen mit Akupunktur und TCM, weiß ich nicht. Die sollten eigentlich einem Energie geben. Aber das kommt auf die Details drauf an, ne? Wenn da jetzt eine Blockade war für Monate und jetzt schließlich und endlich ist die aufgelöst und die Zellen, die jetzt irgendwie geparkt waren für Monate, die sind jetzt plötzlich voll am Schwingen und die brauchen natürlich mehr Nährstoffe und Energie. Also das kommt alles auf die Details an. Generell gesagt würde ich sagen, ja, natürlich, ja. Mehr Nährstoffe und Energie, ob das jetzt ATP ist, also zelluläre Energie oder auch andere Energie, ne? Damit überhaupt die Zellen die Nährstoffe benutzen können und mit den Stoffwechsel betreiben können. Okay, Magen ist der niedrigste, der höchste ist 66, das Herz. Also wieder derselbe Fazit oder dasselbe Resultat ist, dass die Energie Die Lage ist eher super niedrig. Die Gallenblase ist 3, das leitende Gefäß ist 8, die Lunge ist 5. Also wir haben hier schon Erschöpfung mehr als Überenergie, zu hohe Energie. Also wir würden uns wieder auf die niedrigen konzentrieren. Okay, fangen wir mal an mit dem Magen. Wir tun mal eine Minute pro Durchlauf. Gucken mal, wo wir da landen. Also das ist ein ganz tolles Programm hier, okay? Akupunktur, Meridiane. Auch wenn man keine Idee hat, wenn man nicht richtig weiß, was man machen soll, das kann nie falsch laufen, hierher zu kommen und die Meridiane zu öffnen. Energie, was wir jetzt machen mit dem Magenmeridian, ist A, den Meridian offen halten und öffnen, aber auch einfach Energie reinpumpen. Ich will es nicht kosmische Energie nennen, aber einfach Quantenenergie. Ne? So 87 in einer Minute, das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Und da das über 85 ist, 85 ist sozusagen ein Minimum, gehen wir gleich mal weiter. Da war noch einer, der sehr niedrig war, die Gallenblase. Also ist es bei dem Mike nicht so super chronisch oder was? Ne? Der leidet nur unter sozialer Isolierung. Und also hier wo ich lebe, in Zentral-New York, die letzten 2 Monate haben wir so viele, obwohl der Verkehr viel niedriger ist, als er vorher war. Wir haben die horrenden, also die fürchterlichen
Autounfälle, wo Leute total in Gebäude reinfahren und also die Leute sind total verwirrt und gestört und ja, also nicht mental leiden die sehr. Die ganzen Alkoholiker haben jetzt seit 5 Monaten keine Behandlungen gehabt, keine Meetings, die sind alle wieder am. Ja, es ist eine Katastrophe. 94 am ersten Durchgang. Okay, also was die so das Fazit oder die was man da die Information, die man da rausziehen kann, ist, dass das bei Mike relativ akut ist. Also ist heute halt die Situation, aber das war nicht schon, es ist nicht schon seit Jahren so, sondern der muss irgendwie raus in den Wald und ein bisschen frische Luft einatmen und solche Sachen. In anderen Worten, die Energielage verbessert sich sehr schnell und das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn es chronisch ist, dauert es halt länger. Die andere Seite. Okay, jetzt haben wir Magen gemacht, Gallenblase, jetzt machen wir gerade die Lungen. Also ich sehe das immer so, die niedrigen Nummern, Zahlen hier, Messungen in den Meridianen, als wir tun Energie reinpumpen. Weil es ist ja genug Energie erhältlich in der Welt. Also, ne, man muss die nur in die richtigen Kanäle einleiten. Also ich mache das jetzt virtuell, weil wir ja nicht verbunden sind. Physikalisch, keinen physikalischen Anschluss. Ja, das war die Irmgard. Jetzt kann ich mich an den Namen wieder erinnern. Das war die Irmgard vorher. Osteoporose, was hast du da noch für einen Tipp, außer jetzt Calcium und Vitamin D und was machst du da noch mit dem Gerät besonders? Sag das nochmal, Irmgard. Bei Osteoporose, bei Oh, Knochen. Osteoporose. Ja. Ups. Also, das mit dem Spaziergang im Wald war kein Witz, ne, Mike. Okay. Ja. Moment, Irmgard, ich komme wieder zurück. Ja, das mit dem Spaziergang im Wald war, die Lungen durchatmen war kein Witz. Das war intuitiv. Okay, Irmgard, was Osteoporose angeht. Moment. Okay, da muss man natürlich gucken, dass die, so, wenn du auf dem Allergenen-Panel bist, ne, was die Knochen angeht, ist natürlich Vitamin D ist wichtig, ne? Vitamin Ja. D, Vitamin K, Calcium, okay, wahrscheinlich nicht so. Calcium ist überall, es ist sogar im Wasser, im Wasser, das aus euren Harnen rauskommt. Außer wenn jemand wirklich, allerdings, wenn man, das ist natürlich sehr häufig und sehr normal. Leute haben natürlich, was ich nenne, Allergien. Die NAET-Leute nennen das Allergien. Das sind einfach Stoffwechselprobleme mit diesem Nahrstoff, in diesem Falle Calcium, Vitamin E, Vitamin D und Vitamin K. Das sind die drei wichtigsten. Das sind andere, die noch wichtig sind. Die muss man dann natürlich schon behandeln, ne? Damit sichergestellt ist, dass der Körper die auch, also das sind so die Dass er die wichtigsten. aufnimmt, ja. Das sind die wichtigsten Nahrstoffe und Sachen, auf die man einfach aufpassen muss und die man behandeln sollte. Alle sollten die behandeln, aber nicht, natürlich nicht auf einmal, aber immer gucken nach denen, immer gucken im Allergen-Field. Hast du noch eine andere Idee, noch ein anderes Programm, was das noch unterstützen kann, oder? Osteoporosis? Well, ja, Leibesübungen. Ja, das ist klar, ne? Ich meine jetzt mit dem Gerät, was da Ja, noch. ich weiß, was du meinst. Okay, boom, 100. Okay, Moment mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Magen, so, also noch das leitende Gefäß. Okay, also der Mike, der blamiert die Arbeit für seinen niedrigen Energiestand. Der Nahrstoff, der am meisten vernachlässigt wird oder oft vernachlässigt wird, ist der, der am billigsten ist. Und das ist Sauerstoff. Ne? Den braucht man nicht kaufen als Nahrungsergänzungsmittel. Den kann man nur einatmen. Also ist ein ganz wichtiger Nahrstoff, Sauerstoff. Und so Atmung ist natürlich wahnsinnig wichtig. Okay. Also das, ne, das ist der Panel, der ist ganz, ganz, ganz gut und ganz, ganz wichtig. Und mit den Punkten ist es genau dasselbe. Also man kann dann auch ganz unten mal gucken. 2%. Wow, ist das das leitende Gefäß? Oh, ich habe da was. 2%. Okay, well, Mike, vielleicht kannst du da selber nochmal dir eine Behandlung geben. Heute oder wann immer, bald.
Bald mal. 2% ist natürlich nicht genug. Das ist also der Meridian, der den Rücken runtergeht in der Mitte, am Rückgrat entlang. Und dann der Blasenmeridian ist links und rechts davon. Das ist ein doppelter Meridian. Das ist der Blasenmeridian ist der wichtigste oder der längste im System. Und interessanterweise, ich finde es immer interessant, ne, weil es gibt so viele Leute, die haben keine Gallenblase mehr, weil die Mediziner, die rausgemacht haben. Und ist aber klinisch trotzdem noch wahnsinnig wichtig, ne? Obwohl anatomisch die Gallenblase nicht mehr da ist. Okay, also jetzt gucken wir mal. So, wenn wir jetzt wenn wir so eine Frage haben, okay, Osteoporosis, was können wir da sonst noch machen? Was für Verbindungen gibt es? Natürlich sehr kompliziert. Es können chronische Infektionen sind ganz wichtig. Und ich bin mir sicher, ihr habt es jetzt mitgekriegt. Na, dass wir viele Infektionen haben, Parasiten und so weiter, Viren, und die muss man, der IMAID ist hervorragend, darauf aufmerksam zu sein und dann auch das Immunsystem zu fokussieren, um die Dinger loszuwerden oder zumindest eine bessere Balance zu finden. So, anyway, Osteoporose, einfach in den Suchbegriff da rein tippen, Osteoporosis. Ich glaube, so buchstabiert man das. Mal gucken, was da passiert. Okay, ich habe das falsch. Osteoporosis. So buchstabiert man das doch. Osteo. Oh, Osteo. Okay, so we have chromosomes candida. Okay, natürlich. Ah ja, klar. Ich meine, wenn Intestinal Candida, wie sagt man da auf Deutsch? Intestinal Candida. Das Mikrobiom, also der Verdauungsapparat, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und ne, ohne, wenn der nicht richtig funktioniert, dann wird natürlich, werden die Nährstoffe gar nicht richtig absorbiert und aufgenommen. Und das ist natürlich eine Katastrophe von Anfang an. Also Candida muss man ganz von vornherein, ganz am Anfang, ja, behandeln und erledigen. Okay, also wir gehen da in den Allergene-Test. Wir kommen gleich wieder zurück. Man kann das also, man braucht da nicht warten. In diesem Falle ist vielleicht der Basic-Item-Test hier unten besser, sondern einfach mal, okay, Zucker, Eisen, Vitamin A, Mineralien, Salz, Getreide, Hefe, Pilz. Also das ist im Prinzip Candida. Im Englischen steht da Hefe. / Candida. Hier in der deutschen Version ist Pilz. Okay, ich werde das vielleicht ändern, weil Pilz, Candida wäre besser. Okay, also diese Frequenz hier ist Candida und wenn man das jetzt behandelt, also wenn ich jetzt Candida behandeln würde, dann können Sie alle die ganzen zusätzlichen Behandlungen hier rein. Bum, 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 alle. Und Hefe Pilz. Ich guck mal, also irgendwann in der Zukunft werde ich das updaten hierzu und Candida dazu machen. Ich meine, Candida ist ein Pilz, aber spezifisch Candida. Und was machen wir hier jetzt? Oh, und QuickCycle, okay, hier QuickCycle anschalten. Das ist ganz wichtig. QuickCycle, damit die Software nicht den Hefe und Pilz und Candida für 20 Minuten macht und dann am Ende nur schnell diese macht, sondern dann tut die das durchcyclen und alle eine Minute Hefe, Pilz, Candida und dann die zusätzlichen Behandlungen hier und dann das Feedback machen. Das war jetzt nur ein Gedanke, weil wir hier jetzt halt gerade uns unseren Kopf gekratzt haben und gefragt haben, was kann man anders noch machen für Osteoporosis? Und das ist so fundamental, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist natürlich mit allem, nicht nur mit Osteoporosis, aber Candida muss natürlich, muss man verbessern, muss man loswerden. Und der IMA tut dann das Immunsystem fokussieren, um den Pilz loszuwerden, aber dann sollte man auch nicht Antibiotika, Probiotika einnehmen, um dann Verdauungsapparat, der jetzt Pilz hatte, da müssen jetzt diese Probiotika, das sind aktive Bakterien, müssen den bevölkern, die gleiche Mucosa, ne? Und was immer da ihr habt, also wenn sein muss, auch Joghurt, ja, Joghurt ohne Zucker ist ein ganz tolles Probiotika in einem leeren Magen. Okay, und da gibt es natürlich auch noch Kefir, aber da muss man aufpassen, weil Kefir ist hoch in Nitrates, Nitraten, das kann ein Problem sein und auch Histamin. Hoch in Histamin. Also Joghurt ist gut. Und hab keine Angst vor dem Fett im Joghurt. Habt Angst vor dem Zucker im Joghurt. So, Osteosarcoma, Osteomyelosis.
Sklerosis, Osteoma, Osteochondrosis, das ist interessant, das ist Osteoporose. Ich meine, hier ist eine Frequenz, ne, für Ja. Osteoporose. Hier ist noch eine Frequenz für Osteoporose. Knochenessens, da muss man dann halt ein bisschen rumfühlen, was. Ja, das ist ganz toll. Das kann man auch übrigens auch auf dem Ding da, auf diesem Elegant Panel machen. Osteoporosis. Mal sehen, was hier hochkommt. Ah, there you go. Kannst auch ein bisschen Testosteron-Gel machen. Nee, aber übrigens, bio-identical. Ich nehme an, das heißt bei euch auch bio-identisch. Es sind einfach Hormone, die von der Natur, und Testosteron ist nicht eines der, aber Progesteron und Estriol sind beide erhältlich als bio-identical. Und das hilft natürlich auch. Das muss man dann irgendwie mit jemandem besprechen, der da ein bisschen Durchblick hat oder so. Bioidentisches Progesteron und bioidentisches Estriol. Estriol. Nicht, natürlich auf keinen Fall Estrogen, aber auch nicht Estradiol. Einfach Estriol. Und bei euch ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu bekommen. Ihr müsst da mit einem guten, open-minded GYN da fungieren oder verhandeln oder finden. Okay, das ist also noch ein anderer, noch ein Winkel, sage ich da, also um Osteoporosis zu verhindern oder zu heilen, sagen wir mal. Und dann ist natürlich auch wichtig, offensichtlich die eigenen Drüsen zu unterstützen, ne? Die von der Pituitary, also das dritte Auge heißt wie auf Deutsch, der hat einen Namen, diese Drüse da über zwischen den Augen dann. Und dann die Schilddrüse und die Nebennierenrinden sind ganz, 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 ganz wichtig. Die kann man alle unterstützen mit gewissen Nahrungsergänzungsmitteln spezifisch. Weil die tun natürlich die Hormonregulierung steuern und das kann man, ja, die Zirbeldrüse. Das fängt an mit der Zirbeldrüse und die tut natürlich dann die Schilddrüse, die Nebennierenrinden und die Eierstöcke und so weiter, auch die männlichen, dann steuern. Und wenn die natürlich nicht gesund sind, dann, ja, dann funktioniert das nicht richtig. Also Osteoporosis alleine ist ein Riesenthema. Ne? Das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Okay, dieser Dreifachwärmer hier ist das Drüsensystem, ne? In der chinesischen Medizin. Also das alleine kann man da muss man halt, wie gesagt, also wir denken und funktionieren hier holistisch, ganzheitlich. Insofern ist es natürlich der Grund, warum das nicht alle machen, ist, weil das halt schon ein bisschen nicht so einfach ist. Es ist ein bisschen komplizierter, ne, wenn man so denkt. Aber so muss man denken, wenn man heilen will. Ansonsten machen wir, was die Mediziner machen. Die geben dir einfach eine Droge, die den Knochenstoffwechsel in einer gewissen Richtung blockieren und dann, naja, ihr wisst ja, was passiert. So, also wir könnten noch jemand kurz die Punkte machen, dann ist es so ziemlich. Stimmt.